Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unsere neue Folge. Für eine neue Folge, wo unser Spiel Tempest Pirate. Und jetzt, ich habe Geld gesammelt. Sie sehen auch. Und jetzt, es war meine Einkaufsplanung, diese neue Schiff zu kaufen. Und da kaufen wir auch diese neue Schiffe. Er kostet 20.000, aber es ist okay, weil der hat mehrere Ladevolumen und das ist auch okay. Das brauchen wir und ich muss auch mehrere Matrosen anstellen mittlerweile. Ich habe es auch gesehen. So kaufe, okay. So, wo ist mein Schiff jetzt? Okay, wo ist das Schiff jetzt? Ist das, das ist der Remer, okay, aber jetzt, der Remer, ich sollte alles wegmachen, so, erstmal das entfernen, könnte man das entfernen, oder? Ich habe keine Ahnung, Remer, Moment, wo ist das jetzt? Ah, Artefakt entfernen. Okay, erstmal die ganze Artefakt entfernen. Jawohl. Und was ich wollte noch? Weil ich muss irgendwie das ganze Schiff. Verwende. Ja, Moment mal. Das ist die Flammegramm. Flammegramm, okay. Moment. Das ist auch das erste Mal, dass ich werde auch mit euch das Schiff wechseln. So, Artefakt, okay. Medizin, okay. Ah, entferne. Okay. Ja, weil ich muss auch alles entfernen, was ich werde auch benutzt in dem neuen Schiff. Okay. Pistole entfernen, jawohl, weil das brauchen wir auch. Pistole entfernen. So, entfernen die Kanone, ja, weil die müssen auch bei dem anderen Schiff kommen. Ja, entfernen. Entfernen. Einfach Holz, okay. So, jetzt, man könnte dem Schiff wechseln. Das ist die Flammengraue Bark. Und Sie sehen auch Ladevolumen 900. Okay, verwende. Okay, jetzt muss ich alles wieder. Artefakt. Oh, er kann jetzt drei Artefakte mitnehmen. Ah, sehr cool. Sehr gut. Verwendet. Oh, nein, Moment. Verwendet, jawohl. Jetzt, ja, ich habe noch ein Artefakt, der ist drüber auf dem anderen. Auf dem anderen Lager von mir, ja. Jetzt komme ich dran. Dem anderen Lager. So, okay, jetzt, es ist nicht vorbei, weil, Sie sehen, das ist auch Management, ich finde das auch sehr, sehr, wow, jetzt könnte man auch, Schiffausrüstung, ja, verwende, oh je, aber ich muss auch mehr nachdenken, oh je, jetzt kann ich auch mehr Kanone hinzufügen, wie cool ist das? Okay, verwende. Ah ja, jetzt volle Pool mit diesen neuen Schiffen. Wie cool. Okay, aber jetzt, ich muss auch mehr investieren in dem Schiff. Ich sehe auch gerade. Schiff auf Rüstung, jawohl, verwende. Ah, aber ich habe auch noch etwas zu verwenden, jawohl. Ah, man könnte sogar noch andere Kanonen einsetzen, okay. Jetzt, ich sehe schön, Geschwindigkeit 17, ja, wir sind auch nicht so schnell. Aber Schuss 19, wieder auf Lat 17 Sekunden, ja, ich muss noch
das andere Teil mitnehme. Okay, aber gut, jetzt ich muss erstmal auch wieder mehrere Matrosen anstellen. Moment mal, wo geht das jetzt? Ah, okay, Neuling anstellen. 1, 2, 3. Was ist das für eine? Nehmen wir noch eine noch dazu, jawohl. Nehme ich noch drei mit. Ich nehme noch den Typ auch mit, jawohl. Ja, jetzt sind wir voll mit Vollbesatzung. Jawohl, das ist sehr gut. Aber jetzt, ich muss auch denken, dass ich brauche mehr Rum jetzt. Shop. Aber wenn die keine Rum zu verkaufen, okay, gut. Keine Rum zu kaufen, ihre. Okay, aber gut, jetzt. Wir segeln wieder zurück bei der Kaiser, weil jetzt man hat auch ein großes Schiff. Ich kann auch mehr Ware mitnehmen und verkaufen. Und jetzt ja, der Schiff geht auch wahrscheinlich auch mehr schnell mit 28 Männern an Bord. Und es könnte auch lustig werden mit. Okay, ja, der Schiff, der ist mehr groß, oder? Man könnte das auch sehen, ne? Haha. Aber ich muss trotzdem noch was andere kaufen. Ich habe auch gesehen, ich bin auch nicht voll gestartet. So voll ausgestattet. Das soll ich noch denke, um ein paar Elemente noch zu kaufen. Okay, aber dadurch könnte man das machen bei der Kaiser. So auf die bei dieser Kaiserinsel. Aber ein tolles Schiff, oder? Jetzt, es wäre auch, das war auch Zeit, dass man auch holt ein großes Schiff, weil die kleine Schiff. Das geht aber so schnell, dass wir könnten noch nicht mal kämpfen gegen die andere. Und dadurch, ja, jetzt besseres Schiff. Stark ausgerüstet ist er noch nicht. Aber es kommt noch alles langsam. Wenn man verdient auch mehr Geld jetzt mit Ware einkaufe. Okay, jetzt erstmal gerade. Wo war das? Ja, ihre Shop. Ah. Das sind die einfachen Segel. Das ist die hochwertige Segel. Okay, da kaufe ich mal zwei Stück. Oh, was ist das? Verzaubere weiter Segel. Okay, die nächste Mal holt man das. Weil ich habe auch nicht so viel Geld. Okay, stark der Rumpfe. Einfache Holz. Hochwertige Holz. Okay, aber das könnte man auch machen. Nächste Mal. Die Kanone. Ah, die Kanone. Ja, muss ich auch schauen. Wir haben sowieso Kanone zum Laderohme. Ja, weil irgendwie könnte ich noch zum Laderohme. Okay, Moment mal. Jetzt, Sie werden sehen, was ich wollte auch machen. So, Artefakt verwendet. Jawohl. Dann haben wir auch schnelle Kanone auf Lade. Sehr gut. Ah, da haben wir drei Artefakte am Start. Das sind wir stark. Okay, aber jetzt Kanone. Verwende. Okay, das heißt, ich muss noch Kanone kaufen. Dass man hat auch vier Kanonen im Start. Aber okay, jetzt ich sehe Geschwindigkeit 17, ja. Weil ich habe noch nicht mal die Segel gemacht. Entferne. Und das sind die hochwertigen Segel. Okay. Vielleicht ist das auch besser mit die hochwertigen Segel. Schuss 24 auf einmal. Oh. Treffer Genauigkeit 48. Oh, da sind wir auch nicht so stark. Ja, da fällt noch. Ah, was ist das? Einfache Holz. Okay, entfernen.
verkaufe. Ich verkaufe das einfache Holz. Da kaufe ich auch lieber der starke Holz. Hochwertige Holz. Okay, zwei Stück brauchen wir. Okay, ich habe noch Geld. Kein Problem, Leute. Nicht sage, kein Panik. Er hat kein Geld mehr fast. Nein, 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 ich habe noch Geld. Okay. Aber da muss ich noch Kanone kaufen. Oh, okay. Kanonen müssen wir noch kaufen. Aber erstmal, ich muss noch handeln. Aber jetzt, ich habe im Laderaum schön 57 Tonne Reis. Oder ja, ist das Tonne? Keine Ahnung. Mit 57, ich könnte sogar noch. Wie viel Rum haben wir? Oh, die Rum muss auch wieder rein, ja, zum Laderaum. Oh je, jetzt bin ich auch überlastet. Okay, Moment. Dann so viel Rum brauchen wir auch nicht. Normalerweise. Jetzt. Oh. Ich habe zwei Stück und jetzt haben wir noch. Okay, ich könnte noch sogar Reis kaufen, oder? Ah, kauf mal noch eine. Weil ich glaube, das Rum ist noch schwerer als Reis. Das Rum ist schwer. Okay, oh, ich könnte sogar noch kaufen Reis, okay. Wie viel Reis könnte ich noch kaufen? Okay, ich glaube. Jetzt machen wir Schluss mit Reis. Wie viel Reis hab ich im 65? Oh je. Jetzt, ich bin mal gespannt, der Gewinn jetzt. Wie hoch das wird. Ja, weil jetzt müssen wir auch wieder verkaufen, dass ich aber auch Geld. Geld ist immer wichtig in dem Spiel. Weil jetzt mehr Männer, dann heißt das auch mehr Geld. Da bestimmt bin ich auch mit 250 weg oder 300. Werd mal sehen. Da habe ich auch spezielle Matrosen genommen. Und die sind auch nicht so billige. Werd mal sehen. So, wir sind bald auf diese neue Welt. Oder. Aha. Stilles Wasser, ja. Ich will raus, ich will raus. Oh je, oh je. Oh, aber ich sollte lieber außen rumgehen, weil. Das wird gefährlich für mein Schiff. Das ist so enge. Aber Sie sehen das immer so, jedes Mal. Es ist auch nicht immer die gleiche Antreff, so die Treffpunkt. So beschleunigt. Aber ja, die Segel, die sind auch kleine. Ja, dadurch, der Schiff ist auch langsam. Der andere war schnell, aber dieses Schiff ist langsam. Ah, das ist auch nicht so schlimm, oder? Man könnte locker. Okay, langsam, langsam, jawohl. Im Stil. So, jetzt. Und übrig, ich habe auch Geld genommen von meinem Sparbuch. Ja, ich könnte auch so sagen, das war ein Sparbuch. Ja, weil ich habe auch Geld hingelegt. Sie wissen das noch. Und da war 8000. Dann habe ich auch 6000 mitgenommen. Deswegen war auch so viel Geld wieder da. Das ist gut, dass man könnte auch Auszahlung. Oh, 22. 222. Okay, das ist auch nicht so viel. Ich dachte, das wäre auch schon 300. 300. Okay, aber jetzt Crew Moral. Oh. Da sind die alle nicht so begeistert. Hallo, ich habe bezahlt. Da müssen sie auch nicht sagen, oh, er hat
kein Geld gegeben, der Red Dogs, zu seinen Männern so verkaufe. Aha, auf einen Schlag 7800. Okay. So, was haben die für Artefakt? Kanone. Da haben wir die Kanonen schon genommen, aber ich brauche noch andere Kanonen. 1500. Feldschlange. Plus 5, plus 2 Reichweite. Aha. Sollte ich eine kaufen? Treffergenauigkeit, ja, okay, ich kaufe mal eins. Ich weiß nicht, jetzt. Ich werde auch nicht mehr so viel Ladevolumen haben. Das ist klar, aber egal. Das bekommen wir noch. So. Schiffsausrüstung. Ah, nein. Entferne. Und dann gehen wir dazu auf die Feldschlange. Ja, jetzt. Oh, jetzt. Das ist besser. Sie sehen auch, dass auf einmal ich habe zweimal diese Feldschlange. Und dann Schuss 24. Wir sind schon im grünen Bereich. Wieder auf Lade, 18 Sekunden. Ja, wir sind nicht so schnell, aber Treffergenauigkeit 50%. Aha. Da sind wir gut dabei jetzt auf einmal. Okay, aber ich muss noch diese andere Kanone kaufen. Okay. Das heißt, erstmal, wir gehen zurück, handeln. Ja, wir müssen noch diese ganze Schiffe aufrüsten. So, das Maximum nicht, weil ich glaube nicht, dass ich aber genug Geld dafür. Aber jetzt erstmal Reis wieder kaufe. Ja, Reis. Reis, Reis, Reis. Wir gehen zu dem Kaiser. Mittlerweile, der könnte auch sagen, okay, für Red Dogs machen wir einen Spezialpreis, weil der kauft immer so viel. So, jetzt, wir sind da in neue Welt. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen danach, wenn der Schiff relativ stark ist. Weil mittlerweile, der ist noch viel stärker als dem andere. So, aus der Schiff, was wir haben im Anfang gehabt. Oh, das regnet. Oh je, oh je, oh je. Gut, aber man könnte auch, wie gesagt, sehr, sehr viel machen mit dem Spiel. Ich finde das auch super, dass man kann auch viele Sachen aufrüsten. Okay, neue Welt. Wir gehen darüber. Man könnte auch die nächste Mal hier gehen oder soll ich lieber darüber gehen? Aber für den Moment, wir sind immer noch da. So. Da haben wir auch genug Geld mittlerweile, dass ich könnte auch wieder eine große Ladung Reis kaufen. Ja, weil vorhin habe ich auch 53 Reis gekauft und die habe ich auch in die Lager, so im Lager gelassen. Und dann, ja, das war auch irgendwie auch die Gewinn auch schön dabei. So, Lade rum. So, aber jetzt, das sind auch besondere. Verzaubert weiter Segel, aber minus 1 und stark der Segel plus 160. Panzerungssegel plus 3. Aber das ist auch wieder, plus 1 und aha, aber das kostet 2000. Dies eine verzaubert Ausrüstung Gegenstand, denn die besondere macht des mystisch ein Land inwohnen. Es ist leicht und seine Werte sind hoch als gewöhnlich. Allerdings wirst du diese Gegenstand verlieren, wenn das Schiff sinkt oder der Kapitän am Land stirbt. Oje, oje, da muss man sich auch überlegen, ob ich soll das kaufen. Aber das ist ein Artefakt, so wie das aussehen. Aber irgendwann, das ist noch möglich, dass wir holen das.
Artefakt sowieso. Was haben wir hier? Stark der Propeller. Ja, das sind auch wahnsinnig tiefe Steine. Starke Bombenwerf. Okay. Ja, das sind auch so viele Artefakte auch wieder zu kaufen. Okay, erstmal wollte ich auch Munition brauchen wir nicht. Pistolen haben wir auch schon. Ah, er ist auch nicht so schlecht. Pistoldrache. Oh, das werde ich auch wahrscheinlich auch irgendwann kaufen. Oje, oje. Das sind so viele Sachen zu sehen und zu kaufen. Okay, erstmal shoppe. Shopping-Tour. So, aber ich glaube, dass mit 60 rum Reis, das wäre zu viel. Oder ich versuche mal 55, 60, jawohl, kaufe. Ah, es langt. Und dadurch, wir gehen verkaufen wieder. So. Vielleicht ist noch die Überlegung, noch ein zweites Schiff zu holen und ein nur für Handel zu nehmen und dem anderen als Kriegsschiff zu nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das könnte man auch noch überlegen. Ja, weil irgendwann muss man auch denken, dass muss man auch ein starkes Schiff haben, aber wir müssen auch Handel wegen Geld. Weil ohne Geld. Da kommen wir auch nicht weiter in dem Spiel. Und das ist auch meiner Meinung nach, dass wir holen. So, wir machen auch jetzt weiterhin mit diesem neuen Schiff. Und sobald wie möglich, ich werde auch wieder 20.000 sparen und dem neuen Schiff kaufe. Und dann, ja, dann ohne große Ausrüstung sowieso, weil ich greife auch keine an und. Dann ist das möglich, dass wir haben auch eine große Geldpotenzial auch am Ende, dass man könnte auch danach auch schauen, wieder auf große Schiffe zu kaufen. Oh, ich war auch langsam. Hopp, 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 beschleunige. Aber jetzt auf einmal, Sie sehen auch, dass ich war bei 222 jetzt. Das wäre auch teuer jetzt mittlerweile. Aber egal, ich habe auch genug. Da habe ich noch so viel Geld. Das sollte auch nicht uns anhalten. So, jetzt. Ah, wir sind noch gerade wieder so schnell da. So schnell. Schnell, schnell, schnell. Beschleunige. Gut. Ah, da war auch kein Wind, oder? Ah, doch, doch. Okay. Ja. Könnte man auch nicht so gern beschleunigen, wenn es auch kein Wind. Aber jetzt haben wir auch den nächsten Plan. So, es tut mir leid, in dem Part, das dreht sich nur um dem neuen Schiff. Aber. Jetzt haben wir auch, so, ich habe auch jetzt festgelegt, dass wir werden sparen 20.000, dass man könnte auch, 308, ja, ich habe euch gesagt, jetzt, da steigen auch die Kosten jetzt mit so vielen Männern, aber egal, das sind die Willkommen, 308, ja, und, okay, erstmal Lade rum, verkaufe ich das ganze Reis, jawohl, Verkauf, ja, das geht schnell, ne? Sie sehen auch, dass mittlerweile, bumm, 702.000, aber gut, ich kaufe nicht etwas für den Moment, als Artefakt oder sowas. Ich will, wie gesagt, ein zweites Schiff kaufen. Und dem Schiff hierher wird unser Kriegsschiff. Ja, weil das ist auch möglich, dass man handelt, so dass wir nehmen auch mehr Schiffe. Und dadurch könnte man auch sagen, okay, ich habe dieses Schiff nur für diese Waren zu kaufen und Handel und dem anderen als Kriegsschiffe. Muss man nur hoffen, dass er wird auch viel stärker.
Und das regnet, jawohl. Es ist auch nicht so schlimm, oder? Geregnet, dass das auch Volk und Kanzel bei mir auch wieder ölt. Gut. Beschleunigen. Wir machen noch 3 Minuten gemeinsam und dann mache ich auch Schluss mit dieser neuen Folge. Ich werde auch wahrscheinlich in die Nacht offline noch spielen. Und dann lege ich los mit dem zweiten Schiff. Und werden wir auch ein paar Folgen machen mit dem Schiff. Als, so, werden wir rumspielen mit die beiden Schiffen. Das wäre auch lustig, aber ich glaube, das ist auch der beste Weg in dem Spiel. Weil ich bin auch kein Profi, ich kenne mich noch nicht so aus mit dem Spiel. Aber ich glaub, dass mit Strategie, mit Einkauf und. Oh, jetzt wollen die ordnen. Schon wieder Geld. Wahnsinn. Okay. Ja, wie gesagt, mit dieser Strategie, dass man kauft auch ein zweites Schiff, aber nur für Krieg, als Kriegsschiff zu haben und der andere nur als Handelsschiff. Das ist auch die super Lösung. So, kaufen, okay. Und sowieso. Das gibt noch 1000 große Schiffe, so 1000, ich weiß nicht, aber das gibt einige neue Schiffe noch zu entdecken in dem Spiel. Dass irgendwann könnte man auch sagen, ob wir holen uns eine große Fregatte beschleunigen. So schnell. Dass ich kann noch diese Part ihrer bearbeiten für euch, dass es kommt auch. Pünktlich, so pünktlich, ja, ist das nicht so pünktlich. Aber dass es kommt wieder jetzt eine neue Folge von dem Spiel. Weil der Spiel ist sehr interessant. So jetzt, man merkt auch trotzdem, dass. Beschleuniger. Ja, ich wollte gerade sagen, dass man merkt auch, dass der Schiff ist auch trotzdem nicht so schnell. Ne? Aber das ist auch nicht so schlimm. Kriegsschiff ist sowieso nur volle Power, volle Treffer und Geschwindigkeit. Ja, braucht man auch vielleicht auch nicht so ganz. Aber ich bin mal gespannt, wenn dieses Schiff ist komplett ausgerüstet als Kriegsschiffe, weil das ist jetzt mein Plan. Dieses Schiff als Kriegsschiff zu bekommen. Und gut, ich kaufe mir noch eine, so dieselbe für 20.000, aber nur für Handel. Da werde ich auch viel Reis verkaufen, offline, und das werden wir auch große Profit machen, das ist auch klar. Und irgendwann kaufen wir auch ein starkes Schiff wieder. Ja, weil stark sollte dem Schiff sein. Ne? Er sollte auch nicht schwach gegen diese ganze Pirate und so beschleunige, jawohl. Ja, 20.000 kriegt man schon auch wieder in. Mit dem Schiff ihre. So, jetzt hopp, Bewegung. Auszahlung. Ah, ich muss mehr bezahlen als sonst. Hein? Bei der Crew-Moral ist gar nicht so gut. Warum? Was ist los, Männer? Verkaufe. Okay. Was ist los, Männer? Ja, da frage ich mich, was ist los jetzt? Crew-Moral. Ein Überspringen von Kampf verringert sich. Ebenso wie Opfer in jedem Crew. Siege oder Kämpfe. Ja, aber jetzt haben die auch keine Crew. Der Crew-Moral ist ganz niedrig. Mal Liebe, was soll ich jetzt machen? Soll ich die lassen gehen?
Aber ich habe sowieso, ja, Sie sehen auch, alles okay. Das sind 28 Leute und dann kein Problem, oder? Ah, wir haben 6 Kämpfer auf 9, okay. Ja gut, ich kann auch nicht jemand neu anstellen, oder? Nein, 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 das funktioniert auch nicht. Jemand neu anstellen, funktioniert das auch nicht. Okay, gut. Ich mache ja die Part am Ende. Ich bedanke mich noch für Zuschauen und wie gesagt, ich werde offline noch ein wenig rumspielen und dann werde ich das neue Schiff kaufen. Und dann wäre das nur mit diesem neuen Schiff, wie gesagt, mein neuer Plan, dieses neue Schiff zu benutzen für Handel und Geld zu verdienen. Und dann könnte man danach das ganze Schiff, jetzt das neue Schiff, komplett voll ausrüsten und dann alles klar. Dann könnte man auch kämpfen gegen Piraten oder andere Schiffe. Okay, ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns wieder. Tschüss, mach's gut.